Was? Ach, wir haben einen neuen Zauber. Ach, cool. Was haben wir denn? Eizpfeile. Dies sind gebündelte Strahlen, die einen oder mehrere Gegner vorübergehend kampfunfähig machen. Die Wirkung kann mit weiterer Magie verstärkt oder mit magischer Musik verlängert werden. Abwehr mit keltischen Schild, Pyramide und Bündel. Okay. Ja gut. Dann haben wir ja die Misteln, dann brauchen wir ja jetzt noch diese blauen Blumen von den Klostertypen, wie die das eben meinten. Ah ja, ich setz mal hier, ne, Kloster Horberg, weil wo sonst? Gehe Kloster Horberg, nimm ein Bobby mit. Ja. Kloster Horberg. So, was können wir denn hier machen? Ah, da sind die blauen Blumen. Sehr schön. Dann reden wir erstmal vielleicht mit Bobby. Habe ich doch schon vorhin gesagt. Muss ich eigentlich alles wiederholen? Nein. Dann schauen wir uns doch mal die blauen Blumen an. Die blühenden Pflanzen ähnelten Kornblumen, waren aber etwas kurzstieliger und hatten fast runde Blätter. Ja gut, dann können wir die eigentlich uns einpacken, ne? Hey, Junge, brummte Bobby, als Jonathan sich ein wenig aus dem Rollstuhl bückte und einige Blumen die Köpfe abriss. So nicht, meinte er. Du musst sie schon mit ganzem Stiel und Blättern nehmen. Ja, da hat er allerdings recht. Warte mal, Auftrag, Bobby? Das geht gar nicht. Wie mache ich das denn? Ach so. Ja, jetzt. Jo, jetzt haben wir sie. Sehr schön. Okay. Ja, gut, dann haben wir ja soweit alles, ne? Dann müssten wir ja eigentlich. Warte mal. Eigentlich zum Jürgen. Weil er hatte ja gesagt, wenn wir die Pflanzen und so weiter haben, dann wird er die für uns trocknen. Ich wollte nur gerade mal schauen, wo der. Ja, genau. Jürgen wartet auf die Mistelzweige. Seine Schwester hatte einen Ceylon-Tee gemacht. Ja, ich wüsste nur ganz gerne, wo der ist. Warte mal. Familien? Bogner ausgefunden, Beton. Waren zu Hause. Diana Wichte Staub im Wohnzimmer und der Gatte. Nee, aber der Jürgen, war das nicht. Hieß der nicht Bogner? Ich meine, der hieß Bogner, oder? Also Hellmann war doch, glaube ich, ein Gegner. Scheidel, Rupp. Rupp waren ja die von dem Bauernhof. Warte mal, City. Inge, Hansi, Bobby, Hellmann, Bogner, Sabine, Scheidel, Bedon, Museum, Ulmer Tor. Nee, dann, ich glaube Bogner, ne? Mal gucken. Gehe Bogner mit Bobby, ja? Hauen wir mal. Wir haben aber diesmal keine neue Kraft hinzugekriegt, ne? Bei den blauen Blumen. So, wen haben wir denn hier? Ja, genau. Jürgen und Eva. So, dann reden wir erstmal. Mit Bobby werden wir wohl nichts. Ja, okay. Reden wir mal mit Eva. Ja, Eva ist ja auch in Gefahr, ne? Aber ich verstehe nicht so ganz, wie die drauf die Idee kommen, dass die eine Jungfrau ist. Habt ihr alles? Die Mannstreu kann ich in Wein oder Schnaps einlegen. Dann gehen sie nicht ein und ihre kräftigen Säfte vermischen sich mit dem Alkohol. Toll übrigens, dass ihr mich noch aufgesucht habt. Ja. Jürgen? So, die Misteln hänge ich gleich nachher zum Trocknen in die Räucherkammer. Dann habt ihr ja langsam einiges für euren Zaubertrunk. Kann ich eigentlich auch Wichtiges für und mit euch tun oder bin ich nur der Neger der Clique? Nee, ja, wird doch Mitglied. Klare Sache.
Soll ich bei euch mitmachen? Habt ihr eigentlich auch eine Aufgabe für mich? Ja, warte mal. Wir geben dir jetzt mal die Misteln. Geben Jürgen die Misteln. Dann kann er die schon mal trocknen, hat er eine Aufgabe. Okay, die Mistel hänge ich zum Trocknen auf, bis wir sie brauchen. Schön, wenn ich jetzt wir sagen kann. Ja, super. Neues Mitglied. Warte mal, Eva war doch auch schon drin, ne? Ja, die hat man ja in der... Eva Bogner, genau. Die hat man ja in der... in dem Café da, ne? Ich komme immer noch nicht so ganz drauf klar, dass die jetzt, die Eva... dass die Dingens sein soll. Die Jungfrau. Hm. Pass auf, und das blaue Kraut geben wir Eva, ne? Die wollte die ja in Alkohol einlegen. Eva nahm die blauen Blumen, gab sie in eine kleine leere Ginflasche und goss Sherry darüber, den sie vom Sideboard holte. So, das war's, sagte sie und gab Jonathan die Flasche mit dem eingelegten Mannstreu. Sehr gut. Ja, dann haben wir die Sache mit den Pflanzen ja erstmal erledigt, oder? Habe ich noch irgendwas? Nee, ich glaube, das war's. Gut. Ja, dann machen wir mal auf weiter, ne? Inge hatte ihm geholfen, sich auszuziehen und auf das französische Bett zu legen. Während er ihr zusah, wie sie ihre Kleider über einen Stuhl hängte, füllte die Stimme von Jim Morrison den Raum. Erstaunlich passend, dachte er, als er dem Song der Doors zuhörte. Strange days have found us. Strange days have tracked us down. Sie setzte sich auf die Bettkante und schaute ihn an. Vorhin haben sie im Radio gebracht, dass die Verrückten immer noch das Finanzamt besetzt halten und es hat einen weiteren Toten gegeben. Sie haben einen Polizisten aus dem Fenster erschossen. Wie können Menschen nur so brutal werden, Joni? Fragte sie leise und streichelte ihm über die Haare. Jonathan seufzte und entgegnete: Die sind nicht verrückt, Inge. Die wissen nur nicht, was sie tun. Sie stehen unter einem fremden, schrecklichen Zwang. Glaubst du wirklich, du könntest etwas gegen dieses Böse tun? Ich weiß nicht, sagte er unsicher. Aber wir müssen es versuchen. Du hast heute von Sabine neue Übersetzungen bekommen, oder? Hab ich, antwortete sie und stand auf. Er beobachtete ihre langen Beine, als sie zum Sideboard ging und ein Blatt Papier holte. Hör zu, auf der nächsten interessanten Seite war ein Gedicht. Der Welcher wandert durch die Höhle voll Beschwerden, wird rein durch Feuer, Wasser, Luft und Erden. Wenn er das Gobans Schrecken überwinden kann, schwingt er sich mit allen Himmel an. Dann fehlte eine Zeile, fuhr sie fort. Und der Rest lautet so. Des schwarzen Hundes Kraft, die Morphrüden erschaffen wird, mit dem steinernen Ei und der Pflanzensaft um Mitternacht in Windeseile erschlaffen. Kannst du damit was anfangen, Tiger? Ich denke darüber nach. Wollten wir nicht den Film sehen, Liebes? So, wir haben den 2. November, es ist abends und wir sind bei Inge. Okay. Dann würde ich doch mal sagen, reden wir doch erstmal mit der guten Inge. Joni, ich habe dir das Etui mitgebracht, von dem Sabine meint, du könntest es als Ersatzschatulle für deinen Talisman nehmen, weil es Edelmetall hat. Mehr frage sie selbst, telefonisch. Wir sollten vielleicht auch mal... TV? Kaputt, maulte Inge. Und du hast noch nichts unternommen. Ich möchte den Film sehen. Sieh zu, was du auf die Schnelle noch erreichen kannst. Oh. Das ist aber nicht gut. Ich will den Film gucken. Warte mal. Was denn für ein Film? Ups. Völlig ruhig lag
lag er auf dem Bett. Der Rekorder spielte. Schatten bewegten sich leicht im Zwielicht. Doch nichts Bedrohliches. Jonathan fühlte sich in ihren Armen geborgen. Diesmal kam der Traum wie ein leiser Dieb. Traum und Realität vermischten sich lautlos. Die Doors sangen weiter, als er die Stimme hörte. Tag und Nacht, fürcht doch auch sie nicht ewig dauern an. Sind bald vertan, Requiem aeternum dona ei domine. Rüderi eilte geschwind zu schlagen, Lydion der Bille dana Kind. Ein Netz feiner Risse überzog die Decke, sie verschwand vor seinen Augen. Jonathan starrte auf die Brillengläser, in denen sich das große Messer spiegelte, das der Mann in der Hand hielt. Plötzlich schlängelten sich endlose Rollen aus Papier um seinen Kopf, bis er aussah wie die Medusa. In der Glotze kommt übrigens ein heißer Film. Leg doch ein wenig an. Hinterher können wir in aller Ruhe mal die Lage überdenken, über die Clique und was los ist. Muss sein, sonst übersehen wir noch was. Okay. Ja gut. Das heißt, wir müssen den Fernseher reparieren, aber ich würde gerne vorher nochmal in die Zeitung gucken. Kronstädter Bote. Wer selbst im Treibhaus sitzt. Bei der ersten Tagung der Ökologentreffens in Wartheim plädierte der englische Thronfolger Prinz Charles für den Regenwald und für ein grünes Bruttosozialprodukt. Der engagierte Umweltschützer wies darauf hin, dass Politiker und Wissenschaftler sich hüten sollen, in den Ländern der Dritten Welt als Ökokolonisatoren aufzutreten. Seit über 20 Jahren wird in den Industrieländern Ökologie gepredigt und doch hat sich der Zustand der Umwelt überall verschlechtert. Unsere Länder sind es, die für das Ozonloch und den Treibhauseffekt verantwortlich sind, sowie einen Großteil der Verschmutzung der Weltmeere verursachen. In den nächsten Tagen wird die Öko-Konferenz hauptsächlich die Zerstörung der Alpengebiete behandeln. Tod und Wahnsinn in Kronstadt. Zwei unschuldige Opfer forderte die unverständliche und gewaltsame Besetzung des Kronstädter Finanzamtes durch den Großteil der dort tätigen Beamten und Angestellten. Verzweifelt versuchten Polizei und Psychologen, die Hintergründe dieser wahnsinnigen Aktion zu ergründen, um weitere tragische Folgen zu verhindern. Verblüffend ist für alle, dass es vorher keine Anzeichen für die blutige Besetzung gab. Gewerkschaft und Beamtenbund haben sich sofort von dieser irren Tat distanziert. Auch in den Familien der Besetzer herrscht blankes Entsetzen und Unverständnis. Kurz vor Redaktionsschluss erreichte uns die Mitteilung, dass Spezialtruppen der Polizei in der Nacht versuchen werden, das Gebäude zu räumen, nachdem am Nachmittag die letzten Verhandlungsversuche an den wilden Schüssen der Besetzer scheiterten. Flüchtiger Lehrer begeht Selbstmord. Der seit gestern wegen schwerer Körperverletzung und Vergewaltigung gesuchte Kronstädter Lehrer H. Becker, wir berichteten ausführlich, hat anscheinend in den frühen Morgenstunden den Freitod als letzten Ausweg gesucht. Aber normalerweise müssten die doch den Nachnamen unkenntlich machen, oder? Also, ich weiß ja nicht. Die Polizei fand das völlig ausgebrannte Fluchtfahrzeug an der L17. Der Flüchtige muss mit hoher Geschwindigkeit mit seinem Auto gegen einen Baum gerast und in dem Fahrzeug verbrannt sein. Das misshandelte Mädchen befindet sich noch in der Landesklinik. Die psychischen Folgen des Schocks hatten eine fast völlige Lethargie hervorgerufen. Das Mädchen ist noch immer in einem unansprechbaren, apathischen Zustand. Das war's. Ja gut. Ja, dann rufen wir doch mal den TV-Reparaturservice an, würde ich sagen. Tag und Nacht TV-Service Hellmann. Ja, Ordern, ne? Wird wirklich eng, aber ich sage dem Monteur, dass er so schnell wie möglich vorbeikommen soll. Danke. Kein Bild, kein Ton, wir kommen schon. Wohin bitte? Ja gut. Ja, dann müsste doch eigentlich, ist er? Ah ja. Oh, Bella Donna Vista mit Emanuela Lauro. Aha. Oh, Juli.
Julia. Willst du schon gehen? Der Tag ist noch fern. Es war die Nachtigall und nicht die Lerche, die eben dein banges Ohr durchdrang. Romeo. Ich gebe mich gern drein, wenn du willst. Noch tagt es nicht. Der Film ist ja heiß. Oh, das ging zu schnell. Na gut. Jonathan berührte ihr Gesicht, strich mit dem Finger über ihr Ohr. Im Buch steht, die Liebe stärkt die Kraft, flüsterte er. Sie sah die winzigen Veränderungen seiner Iris. Wenn sein Blick von der Dunkelheit ihres Haares zum Fenster glitt, sah das Schlagen seines Herzens am Puls der Lippen. Und wenngleich sie keinen Atem mehr für Worte hatte, nährte seine Zärtlichkeit die Lichter, die sie wiegten. Im Echo der Liebenden verschmolzen Wörter zu einem Lexikon grenzenloser Hingabe und geheimnisvollem Zaubers. Ist aber sehr poetisch. Ach hier, da steht's noch. Der Film ist ja heiß. Komm her, Schatzel, und kuschel ein bisschen neben mich. Schau mal. Ja, schön. Ich glaube, dann sind wir soweit durch, oder? Ja, ich weiß nicht mehr. Na gut, dann rühre ich mal weiter. Am Morgen krochen Regenschlangen die Fensterscheibe hinunter. Als Inge und Jonathan nach einem lukullischen Frühstück das Haus verließen, sahen sie, dass in der Nacht ein starker Sturm gewütet hatte. Überall lagen Äste und Zweige. Auch Inges Auto war nicht verschont geblieben. Oh nein. Das heißt, wir sind jetzt nicht mehr mobil, oder was? Schöne Scheiße, schimpfte sie und begann den Unrat auf dem Autodach zu entfernen. Plötzlich sahen sie Heini Rot. Der Crazy Red war förmlich aus dem angrenzenden Park gekrochen, stand mit baumelnden Händen nun vor ihnen und fixierte sie mit idiotischen Augen. Sein Kopf glich einem aufgeblasenen Ballon. Böser Geist, Heini nicht böse, lallte er. Sein Schädel schien sich noch mehr aufzublähen. Es gab ein blubberndes, giftiges Geräusch. Auf dem glatt rasierten Kopf erschienen schleimige Blasen. Die Augen waren ein nasses, uferloses Schwarz. Wie schwarze Murmeln, die im Zwielicht glänzten. Die Ohren spitzten sich irgendwie zu. Eine irrwitzige, mutierte Parodie aus einem zweitklassigen Horrorfilm. Alle werden sterben. Heini will nicht sterben, kriente er. Jonathan roch seinen Atem, kalt wie Frost und faul, wie etwas Verwesendes. Inge war neben den Rollstuhl getreten und hielt verkrampft Jonathans Hand fest. Speichel tropfte aus dem sichelförmigen Mund des Wesens, das einmal Crazy Red Heini Rot war. Du hast die Schweineherden geklaut, wimmerte er. Jonathan fühlte, wie Inge seine Hand noch fester packte. Aber er hat Angst vor dir und er labert, du kannst die doofen Beamten wieder zurück. Geht ein Biber Butzemann in unserer Stadt. Er machte einen Schritt vor, dann noch einen, langsam und ungeschickt. Sein Kopf glich nun einem aufgeblasenen Streuselkuchen. Er schwankte herum, ging langsam auf die Bäume zu und verschwand im Nebel. Oha. Ja, das wird ja wohl durch Prüderi gemacht worden sein, ne? Vermute ich mal. Also hat er diese Crazy Reds und diese Typen da unter Kontrolle, ja? Jonathan Bedon, okay. Dann lass doch erstmal ein bisschen reden. Erstmal mit der Inge. Joni, du könntest zu deiner Schwester auch mal bitte sagen, wenn du was von ihr willst. Und helfen kann sie uns bestimmt. Du hast selbst nach deinem letzten Traum gesagt, dass du mal mit ihr reden willst. Ach so, ja gut, dann machen wir das doch, oder? Ja, warte, aber dann reden wir erstmal mit der Mutter. Joni. Ja.
Hexenturm tauchte in seinem Kopf auf. Er sah in den Steinen das höhnische Grinsen Pryderis. Wie ein Schwert fuhr seine Stimme durch Jonathans Gedanken. Gib auf! Sieh, wie die ersten Narren völlig willenlos meinem Befehl folgen. Zuerst wird Chaos und Elend herrschen. Dann wird er die... Was er zuerst nur als ängstliches Wispern hörte, überschrie nun laut und verzweifelt die hämischen Worte Pryderis. Nein, Jonathan, nein, kämpfe! Liebe und die Magie werden deine Hilfe sein. So plötzlich, wie sie aufgetaucht war, verblasste die Vision. Oh, das heißt, wir werden angegriffen, ja?